Ja, Philipp, Glückwunsch zum 4:1 Sieg im Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Ganz ehrlich, vorm Spiel hättest du den Sieg in dieser Deutlichkeit erwartet? In dieser Deutlichkeit natürlich absolut nicht. Also wir haben gewusst, dass es hier heute ein sehr schwieriges Spiel wird, ein sehr enges Spiel mit technisch starken Spielern beiden Seiten. Wir wollten halt unser Spiel umsetzen, schnell nach vorne spielen. Ist uns ganz gut gelungen. Sind ein bisschen glücklich, muss man so sagen, wenn man die erste Halbzeit sieht, 1 in Führung gegangen. Und das hat uns natürlich in der Karten gespielt und dann hat das Schicksal seinen Lauf. Ja, ich denke mal, nach dem 1-0 für Storko hat Glienicke doch das Spiel erstmal bestimmt. Da haben wir für wenig Entlastung sorgen können. Hattest du da kurz Zweifel, dass das heute erfolgreich ausgehen könnte? Na, Zweifel nicht, aber halt Bedenken halt schon so ein bisschen. Also es war schon, wie du sagst, sehr wenig Entlastung. Ja, war hier also jeden Moment eigentlich Frage der Zeit, bis wir hier das 1-1 bekommen. Aber unser Torwart hat uns halt mit sehr guten Fahrern wieder den Arsch auch gerettet, muss man einfach so sagen, in der ersten Halbzeit. War heftig, war richtig stark. Wir sind da schon regelrecht verzweifelt. Und dann gehen wir mit diesem 1-0, ist ein bisschen glücklich auf jeden Fall in der Halbzeit. Und dann kommen wir raus eigentlich, die wollen natürlich unbedingt Ausgleich machen. Was denen noch gelingt, da habe ich auf jeden Fall eh mal kurz gezweifelt. Aber ich wusste, dass wir eine geile Truppe sind, eine geile Mannschaft, dass wir hier gewinnen können. Und das ist uns sogar in dieser Höhe irgendwo ein bisschen glücklich schon, aber wir haben gezeigt, dass wir die beste Mannschaft der Liga zurzeit sind, vom Mannschaftsgefüge, und haben hier gewonnen. Ich bin überglücklich. Und welche Bedeutung hat der Sieg jetzt? Also ist ja ein Drittel der Saison jetzt knapp rum, noch ungeschlagen. Wo kann es hingehen jetzt? Oder welche Bedeutung hat jetzt dieses Spiel heute? Ja, also das ist schon ein 6-Punkte-Spiel gewesen, muss man einfach so sagen. Ne? Wir sind jetzt mit 7 Punkte
voraus. Wir müssen jetzt einfach unsere Hausaufgaben machen, die restliche Hinrunde. Und dann denke ich, müssen wir einfach sehen, wo der Weg hingeht. Also wir können gerade träumen und einfach das genießen. Alles klar, dann viel Spaß beim Weiterträumen. Jawohl. Ja, Kai, du hast hinten heute die Abwehr zusammengehalten. Aus deiner Sicht, der Gegner war ja Zweiter, auch noch ungeschlagen vorher. Ein Wort zum Gegner, war das Spitzenspiel, was die Tabellenkonstellation vorher so versprochen hat? Ja, also sehr spielstarke Mannschaft. Wir wussten ja, damit die Stürmer von Dienicke sehr treffsicher sind und dass unsere Verteidigung heute arge Probleme bekommen wird. Wir haben auch ziemlich Probleme gehabt, auch hinten, aber wir haben so sicher gestanden und haben den Laden hinten dicht gehalten. Und ich muss ehrlich sagen, mit einem Unentschieden vor dem Spiel wäre ich eigentlich sehr zufrieden gewesen. Aber dass wir jetzt in der Höhe 4-1 gewonnen haben, ist sehr super. Haben alle sehr gut gekämpft und super Mannschaftsleistung. Was glaubst du, was war am Ende ausschlaggebend, dass wir dann nochmal so den längeren Atem hatten und die Konter setzen konnten? Naja, was heißt den längeren Atem? Lienicke ist ja dann zum Anschlusstreffer gekommen und haben natürlich dann sehr Druck gemacht und wollten eben halt auch mehr machen und hat uns eben halt sehr an der Karten gespielt, das Konterspiel, und dann haben wir 2-3 richtig gute Konter sehr gut ausgespielt und haben dann auch den Sack zu gemacht und haben sicher gestanden, zweite Halbzeit hinten, und das war eben halt der Schlüssel zum Erfolg. Ja, die Stimmung war auch wieder großartig. Inflato war schon fast Heimspielstimmung. Welchen Ausschlag haben die Fans heute gegeben? Ist natürlich, wenn man so viele Fans natürlich im Rücken hat, ist natürlich super. Inflato war schon sehr gut und ich hoffe mir, dass zu den nächsten Auswärtsspielen genauso viele Fans mitkommen. Alles klar, und viel Erfolg dabei. Ja, danke. We'll be right back.